Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der schwarzen Pumpe. Quatsch, schwarzen Pumpe. Falsches Projekt hier auf der Stappenbach. Na, die schwarze Pumpe, die kommt ein andermal. Heute kommt die Stappenbach. So, wir sind immer noch fleißig dabei, unseren Klee einzusammeln. Weil den wollen wir ja dann, ich denke mal, erstmal einlagern und dann verkaufen. Ja. So. Und da drehen wir ja fleißig unsere Runden. Ihr seht, es liegen schon diverse Ballen hier drauf. Wird auch noch ein bisschen dauern. Na, wir haben ja dann noch das andere Feld da drüben, wo dann der Schwad liegt. Wir müssen aber dann erstmal Feld 6 düngen, kalken, um dann den Helfer mit der Sämaschine einzusetzen. Oder wir pflügen das schnell, machen das schnell selbst. Mal gucken. Damit man hier nicht den ganzen Tag nur Grasballen macht. Das Feld machen wir, wie gesagt, jetzt fertig. Dann müssen wir die Wiesen auch wieder düngen. Verkackt. Ah ja, wie man so ist. Nie aufgepasst. Man kennt's. So, jetzt angesetzt, los hier vorne. So. So. Mitnehmen. Ihr seht, wahnsinnig die Felder, was? Echt viel. Also Klee ist barbarisch im Ertrag. So. Aber das bringt uns ordentlich Kohle, das bringt uns dem Feldkauf näher, das bringt uns besseren Maschinen näher, bringt uns eigenen Produktionen näher, weil wir wollen ja, unsere erste eigene Produktion ist oder soll ja der Seedmaster werden, dass wir zumindest schon beim Saatgut sparen, Dünger dann mit als nächstes, sofern wir das schon machen können. Ansonsten müssen wir warten, bis wir die Kühe haben, die dann auch, wie gesagt, ne, eine Rolle spielen. Jetzt wächst Milch, Mist, Gülle, die Milch für Käseproduktion. Aber so ist es schön grün, wenn der Ballen rauskommt, ne? So richtig saftiges Kleegrün. Also im Gegensatz zu dem, was hier an Schwad liegt. So. Den legen wir mal ab. So, na komm. Ja. 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 Okay. Ja, haben wir ja gleich geschafft. Zwei lange und das kurze. Wunderbar, wunderbar. So. Ah, hier die Futzeldinger gleich mal mit einsammeln, ne? Ja, weiß, für was sie gut sind. So. Ah, kriegt man dann einen Ball raus? Oder eher nicht? Ah, es könnte knapp werden, aber wir könnten einen rauskriegen. Na, doch, wir kriegen hier innen raus. So. So, und den Putzel noch und dann haben wir es. So.
Den legen wir hier ab. So, dann haben wir es geschafft. Kriegen wir da zu Wiesehof. Dann nehmen wir dich dahin. So. So. Ah, das ist er. Unser Silo ist ja gleich leer. Sehr schön. Aber düngen war der Auftrag. Düngestreuer haben wir ja da hinten stehen. Den haben wir ja schon am Feld gelassen. Da ist er. Feld hat er schön Tiefen gelockert. Was sagt man eigentlich dazu? Es ist ein Tiefenlockerer. Ist es jetzt gegrubbert, gepflügt oder Tiefen gelockert? Ist doch in dem Sinne eigentlich auch pflügen. So, jetzt Dünger drüber schmeißen. Sieht man was? Ja, man sieht was. Mit der Spritze müssen wir dann auch drüber. So, der ist auch am Ziel angekommen. So. Dann können wir gleich an die 26 hinterstellen. Wir düngen jetzt erstmal hier fertig. Ja. Müssen eh dann zum Hof, weil wir den Kalk brauchen. Ja, der kommt dann an 25, 26 gleich ran da. Also hier unser Holland. Also der Holländer. Der Holländer. So, da kriegen wir es. Natürlich. Ja, breit. Genau. So, ne? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ah, Unkraut, das. So, huch. So, kurz den ausmachen. Und Kalk holen. So, Kalk haben wir hier. Nehmen wir erstmal die zwei Einsätze mit. Ist das kein Kalk? Na doch, ist doch Kalk, komm hier. Ich meine, nicht immer so bitten hier, so.
So, und jetzt den West. So, ich denke mal so 11.000, 12.000 Liter reichen. So. So. Hau raus, das weiße Gelumbe. So, dann kalken wir den jetzt. Düngen, ansehen, mit der Spritze auf jeden Fall nochmal drüber. Man sieht da drüben, da habe ich nicht richtig gespritzt. Wo ist was gekommen? Naja, egal. Hier kommt es ja eh nochmal. Kommen wir mal zwei, na, wie heißt's? Genau. Zweimal Unkraut. Außer bei Wiesen. Bei Wiesen kommt das nicht. Wobei dieses schöne Zeug bei Wiesen bestimmt schön aussehen würde. Naja. Ist ja, nee, nur die braucht Kalk. Weil ich jetzt verwundert war, weil die Wiese hier nebenan, oh, aber nee, die nimmt es einfach, weil sie es umsonst kriegt. So. Ich denke mal, wir kommen mit der Fore aus. Wir waren jetzt bei 50%. Mich würde es sehr wundern, wenn wir das nicht schaffen würden, aber ich glaube, war ja genug drin, ne? Das kann ich, ob ich. Ja, wenn zwei Stufen Unkraut noch gibt, brauche ich eigentlich jetzt da drüben noch nicht spritzen. Weil einmal gespritzt habe ich schon, warte ich einfach. Und hier? Na doch, hier kommt es dann. Hier, ach, wir spritzen hier einfach drüber. Das geht ja schnell. Schön den MB-Draht genommen und dann hier rüber gerührt. So. Sehr schön. Ist ja nice. Wir haben 11,4. Also 7,8000 reichen zu. Bam, bam. Bam, fertig. So, naja, gut. Ah. Die Kalknudel, man kennt sie. So, hier rum. So, dann hier. Ich glaube, hier entladen. So, oh, passt perfekt. So, dann laden wir das hier wieder rein. Weil das brauchen wir jetzt, oder in eurem Fall für morgen, denn wir sind wieder am Ende.
für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.